Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Jurassic World bei eurem Feuerstachel. Im letzten Part haben wir den Spinosaurus kennengelernt. Eine noch gefährlichere Spezies als der T-Rex und er steht hier ordentlich am Galgen. Na, geschieht dir recht, kleiner Mann. Dafür, dass du uns verfolgt hast. Tja, so ist das Leben. Und dann würde ich sagen, wir machen gleich mal weiter mit der Story. Schön mal den Geistersatz nach, aber wir können nicht durchs Wasser, weil wir können einfach nicht schwimmen. Keine Ahnung warum, aber es ist so. Und die kleinen Dinger nerven. Kann ich die irgendwie... Die kommen da raus, oder? Wo kommen die her? Keine Ahnung. Erstmal hier ein bisschen was smashen. Die kommen da aus dem Stein raus. Ist da irgendwie ein Haus von denen, oder wie? Ey, da ist gar kein Loch. Wie können die da rauskommen? Ich höre einfach mal was vorgestellt. Können die da jetzt nicht mehr raus? Ich hoffe es mal. Weg mit euch! Nervt nicht meine Freunde. Die können sich halt bloß nicht verteidigen. Mehr ist er dann nicht. Mehr ist er wirklich nicht. Ihr müsst hier nicht attackieren. Attackiert mich. Ich kann mich besser verteidigen. Weg mit ihr. Oh, tja, hast du verdient. Und was müssen wir jetzt machen? Die Pilze. Die Pilze haben immer da was damit zu tun. Diesmal wohl nicht. Schade. Ist hier irgendwie noch was? Oder? Wir können dann bestimmt... Ah, wir müssen den Charakter wechseln. Zu ihm und bitte die Kamera wieder richtig einstellen. Dankeschön. Ah, da vorne. Okay, komm. Können wir da schon ranschwingen oder müssen wir ein bisschen weiter vorgehen? Okay, wir müssen eindeutig gedrückt halten. Und? Jupp, passt. Und dann bringen wir mal den Baum zu Fall. Juhu, Baumfeld. Zwar etwas verspätet gesagt, aber jo, besser spät als nie, oder? Jetzt brauchen wir einen mit Buschmesser. Wer hat's denn, bitteschön? Nicht du. Du auf jeden Fall nicht. Deswegen kannst du gleich mal wieder abhauen. Du bitte auch. Dankeschön. Und die geben sogar ein schönes Herz. Oh, die haben ihr Herz geschenkt. Und ich bring sie so eiskalt um. Eigentlich richtig diabolisch. Schenk mir bitte wieder dein Herz. Oh, die sind ja so süß. Die sind alle so liebevoll und schenken mir ihre Herzen. Oh, komm, weg mit dir. Weg mit dir, wirklich. Langsam reicht's. Der hat mir nicht mal sein Herz geschenkt. Das ist voll der Tyrann, oder? Ja. Der war fies. Nicht mal sein Herz. Okay, und weiter geht's in der Story. Sie lassen einen 12-Jährigen allein Gleitschirm fliegen? Nein, er war nicht allein. Er war mit einem Ben Freund Hildebrand. Zusammen. Wie lange werden Sie schon vermisst? Seit 8 Wochen. Fast 8 Wochen. Und warum ich? Er hat gesagt, wir brauchen jemanden, der schon mal auf der Insel war. Ich war noch nie auf dieser Insel. Doch, natürlich. Das war Isla Nubla. Das hier ist Isla Sorna. Anlage B. Mahlzeit. Rührt sich von der Stelle. Oh, Konflikt zweier Giganten. Das kann nicht gut ausgehen. Und wir sind mittendrin. Nur von 2 Baumstämmen geschützt. Oh mein Gott. Mach doch mal jemand was, bitte. Ich will nicht so enden. War das auf mich bezogen? Es ist Dr. Grant. Na, dass es Dr. Grant ist, weiß ich auch. Wir müssen den aber retten. Ja, und er steckt da mit Sicherheit fest. Bewegungsfreiheit gleich 10.000, aber nö, der steckt da fest. Mit Sicherheit, Leute. Mit Sicherheit. Nee, T-Rex, T-Rex, du gewinnst, weil du bist ein bisschen harmloser. Dich mag ich mehr als diesen Spinosaurus, diesen kleinen. Mag ich nicht, keine Ahnung. Das sieht so unheimlich aus und Leute, kommt, seid ehrlich. Euch ist der T-Rex auch lieber als so ein Ding da. Ich lieber mit dem T-Rex aufnehmen, anstatt mit dem Spinosaurus. Vielleicht können wir ihn ablenken. Ganz deiner Meinung, Kollege. Wirklich, da hast du mal ausnahmsweise recht gehabt. Okay, hier kann ich nichts machen, oder? Doch, einfach mal wieder was mashen. Wird schon passen irgendwie. Kann ich den Baum hier auch zu Fall bringen? Oder geht das noch nicht? Okay, geht anscheinend noch nicht. Aber hier bestimmt? Ja, hier geht's. Und? Irgendwas zum Bauen. Weil ich weiß, dass das Bauen immer die Lösung zu all meinen Problemen ist. Ist halt ein Lego-Spiel, Leute. So ist das. Okay, was ist das? Ha. Das sind Pilze.
Okay, Pilze sind immer gut, die schmecken auch gut, muss ich mal so sagen. Okay, da können wir was graben, aber erstmal hier was bauen. Das können wir dann runterziehen, okay? Dann mach das mal, du mit deiner Peitsche oder Lasse oder was es auch ist. Hast dich gut vorbereitet für den Jurassic Park Ausflug oder wie? Wurde dann sofort angekündigt, Leute, ohne Peitsche könnt ihr hier nicht überleben. Deswegen Peitsche ist Pflicht. Na, da war nur ein Minikit. Ach, schade. Okay, du hast deine Schaufel oder... Nee, der hat seine Schaufel. Ja, dann grab mal. Du weißt ja, wie es geht. Und da haben wir es. Was ist das? Eine Ente. Ein Entchen. Eine Quietsche-Ente. Und die können wir runterziehen. Was bringt es? Warum haben wir die dann auf den Baum platziert, wenn wir sie eh runterziehen müssen? Keine Ahnung. Ja, viel Glück bei der Quietsche-Ente. Oh, jetzt verstehe ich es. Es ist so eine Art Katapult. Mit einer Quietsche-Ente. Soll es ihn ablenken, oder wie? Okay, ja, hat funktioniert, will ich mich nicht... Okay, hat nicht funktioniert. Der lässt sich nicht beirren auf seinem Weg. Oh, jetzt können wir den T-Rex steuern. Okay, komm, dann hau mal ordentlich raus. Komm, den Spino wirst du doch ohne Probleme schlagen. Mit verbundenen Augen, komm, du bist doch mein Liebling. Du schaffst das ohne Probleme. Und, boom, in your face. Oh, noch einmal drücken. Und jetzt haben wir es ohne Probleme geschafft. Beziehungsweise gegen den Baum, boom. Wir müssen da rauf. Okay, ist das hier so eine Brücke? Okay, gut, dann einfach mal über die Brücke, oder? Jo, vorwärts. Ganz langsam und geduldig. Wir wollen ja nicht ins Wasser fallen, ne? Wir können ja nicht schwimmen. Nein, warum sollte man noch schwimmen können? Okay, du hast dein Gewehr, oder? Oder was im Werfen? Nee, er hat was im Werfen. Beziehungsweise sein Gewehr. Okay, das ist ein Vogelnest. Okay, 2 von 3, gute Sache. Dann schieß sie mal ordentlich ab. Ich hoffe es jetzt auch mal nicht, aber es kann natürlich auch sein, dass sie dich doch gehört haben. Okay, das können wir aufheben und woran bringen? Ah, wir können suchen. Ja, dann krabbel mal um dein Leben, kleiner Mann. Und Krabbelstunde, was ist es denn diesmal? Wir vervollständigen ein weiteres Katapult anscheinend. Und den Hebel haben wir gerade angebracht, deswegen vorwärts! Nee, wir verfehlen es nicht. Dafür sorge ich. Und... Okay. Ja, dann hau mal raus. Eiermarsch. Jetzt gibt's Eiersalat. Okay, wir müssen wieder den Charakter wechseln. Ah, komm, Tiri, du schaffst ohne Probleme. Diesmal Quadrat, okay. X. Und wieder Quadrat. Und der letzte ist X. Und wieder gegen denselben Baum oder einen anderen. Jupp, einen anderen. Jetzt hat er uns. Wir können da ja einfach drüber laufen, oder? Also, das wäre meine Idee so gewesen. Ich glaube, das ist schon ganz gut, oder? Ja, okay, wir brauchen den Kerl, der da hinten zurückhängt. Warum ist er so weit da hinten? Das ist unfair. Der hätte früher aufschließen sollen, aber nein, der lässt sich mal wieder enorm viel Zeit. Und wir brechen hier einfach mal ein Stückchen raus. Klar war da ein Skelett drin. Warum auch nicht, Leute? Ich meine, hallo, in Bäumen sind öfter Skelette drin. Das ist nicht das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe. Okay, wir brauchen noch mehr Teile anscheinend. Ja, wo gibt... Ah, wir können bestimmt den Rest hier ausgraben. Das muss dann wieder der Dr. Grant machen. Ja, dann vorwärts. Ja, die sehen mich nicht, oder? Die sehen mich bestimmt nicht. Ich bin hier ganz unsichtbar. Ich habe so einen Tarnumhang. Okay, dann bauen wir. Jetzt benutzen wir uns als Katapult. Okay, dann... Wer will sich opfern? Tut mir leid. Oh, ich habe mich selbst geopfert. Das war nicht allzu schlau. Naja, jetzt muss ich es auch durchziehen, Leute. Tja, traurig aber war, habe ich mich selbst geopfert. Ich wollte eigentlich wen anders opfern. Warum habe ich das gemacht? Ich glaube, ich war nicht ganz bei Sinnen. Naja,
Jetzt spielen wir halt mal den Samariter oder den Helden, wie man es auch nennen mag. Wir können den Baum als Peitsche verwenden. Ja, hör mal auf damit. T-Rex ist mein Freund, der kleinen T-Rex. Sehr gut. Und gib ihm! Das war der Kampfschrei des Sieges, liebe Freunde. Und, jawohl. X. Quadrat. Und welcher ist es diesmal? Ah, wir haben den Weg frei gemacht. Los, gehen wir, solange die beschäftigt sind. Müssen wir da jetzt durchgehen, oder wie? Na, hier brauchen wir irgendeinen Dino. Können wir leider aktuell noch nicht freilegen. Aber das hier können wir mitnehmen. Das dritte Vogelnest wahrscheinlich. Was ein Minikit bringt. Das zweite von 10. Ihr ignoriert mich mal ganz kurz, oder? Okay, danke. Mr. Kirby, diese Kirby Enterprises gibt es gar nicht, oder? Kirby Fliesenlacke und mehr. Das Meer steht für Badezimmerausstattung. Wir sind im Einkaufszentrum Westgate in Enid, Oklahoma. Billy, wir gehen zur Maschine zurück und bergen, was wir können. Dann weiter zur Küste. Dr. Grant, wir verlassen diese Insel nicht ohne unseren Sohn. Sie können ihn ja gerne suchen. Nettes Angebot. Sie sind auch kein richtiger Söldner, oder? Das habe ich nie behauptet. Und? Was machen wir? Wir suchen ihren Sohn. Großartig, hinterher. Das ist ein wahrer Überlebenskünstler. Die Absturzstelle. Eric! Eric! Wir finden ihn. Hörst du mir zu? Wir finden ihn. Ja, ja, versprechen kann man viel halten, leider nicht. Und dass wir jetzt wieder zur Absturzstelle zurück mussten, ist tragisch, aber man muss es ja. Ich verbinde mit diesem Ort schlechte Erinnerungen. Okay, dann mach. Wenn du dich schon so bereitwillig dazu bereit erklärst, ja. Dann mach. Und, bumm. Noch was, da hinten, genau. Das und, ja, das war das Einzige, oder? Gut, dann mach mal. Nee, hier ist bestimmt noch mehr davon, oder? Mit Sicherheit. Ja, okay, das unten hat erstmal gereicht. Man soll ja nicht gleich übertreiben, ne? Okay, dann schwingen wir uns mal da hoch. Na, müssen allerdings die Frauen machen. Die können nämlich deutlich höher springen als die Männer. Irgendwie komisch, aber ist halt so. In diesem Spiel zumindest. In echt ist es ja meist sogar andersrum. Deswegen gelten ja auch andere Regeln bei der Olympia und so für Männer und Frauen. Aber, ja, okay. Ja, halte ich da mal fest. Dankeschön. Okay, klappt. Ich glaube schon. Okay, und dann hier rüberjumpen. X. Wow, ist glaube ich hier. Da oben hängt ein Gepäckstück fest. Jemand sollte das abschneiden. Ja, aktuell können wir das leider noch nicht erledigen. Ah, das auch nicht. Aber hier können wir was zerstören. Ah gut, das macht den Weg wieder fertig. Dann können wir das runterschieben und dann wahrscheinlich damit eine Leiter oder was ähnliches bauen. Achtung! Schnell vorgewarnt gewesen, oder? Wer brauchte gute Reflexe, der Kerl da unten? Und wir müssen hochwerfen den lieben Dr. Grant mit seinem Buschmesser. Deswegen, wer will sich dazu bereit erklären, auf die andere Seite zu jumpen? Du machst es einfach mal. Und ja, dann schneiden wir doch einfach mal durch. Ganz lässig, jo. Hey, war da ein Cello dabei? Ah, ich sehe ein Minikit. Aber da oben sehe ich auch eins. Komme ich da hoch? Nein? Ja, okay, dann hole ich mir das hier zumindest. Okay. Was brauche ich hier? Ich brauche hier den Reißzahn. Aber den kann nur er verwenden. Ja, dann gehen wir wieder auf Krabbelpartie. Und hier, jawohl. Na, wieder Skelette. Ich mag die dich. Ja, dann hoffen wir es mal. Ich schätze, ich bin dran.
Ja komm, dann hüpfen wir höher. Na ja, jetzt habe ich es verpasst. Jetzt habe ich den Zeitpunkt verpasst und... Das ist, normalerweise ist es doch immer das dritte Mal. Hä? Vierte Mal? Eins, zwei, drei, vier. Hä? Ja, jetzt war das erste Mal, genau. Komm, mach doch mal. Ja, hallo? Ja, okay, vielleicht kann das die Frau ja besser. Mach mal. Double Jump. Komm, bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bitte. Komm, bitte. Och, Mann. Okay, draufjumpen und... Leute, ich hänge doch jetzt nicht ernsthaft fest. Ja, also, nein! Okay, Leute, das... Jo, na also. Was lange währt, wird letztendlich doch gut. Ah, wer kann sich da hochschlingeln? Das ist der liebe Kerl hier. Dann nehmen wir den auch gleich mal. Und der ganz bestimmt schon ziemlich zeitnah, oder? Jawohl, passt doch. Gute Sache. Können Sie sowas fliegen? Vielleicht, wenn der Schirm nicht zerrissen ist. Okay, dann auf geht's. Wie machen wir das? Dann kann ich das wohl doch. Ohne Hinweise geklappt, bestens. Können Sie das benutzen? Oh, was sind das für Dinos? Was sind das für Dinos? Ich kenne die gar nicht. Naja, die sind jetzt auch gleich wieder weg. Der bitte auch noch? Dankeschön. Und schon sind sie Geschichte. Ja, Propeller. Nette Sache. Ich brauche ihn. Ja, dann mach mal. Mach dich mal wieder nützlich. Und reißen wir das auch ein. Richtig im Zerstörerdrang mal wieder. Okay, du Abenteurer. Leg los. Ah, schon wieder. Okay, dann machen wir es mal wieder. Vielleicht hinter diesen Ranken? Wahrscheinlich, oder? Ja, okay, hinter den... Ich komme nicht raus. Okay, jetzt komme ich hier wieder raus. Und ja, jetzt kann ich hier sogar was bauen. Was ist das? Lässt das jetzt diese Brücke runter? Mit Dino oben drauf, nicht? Ja, dann komm. Vorwärts, jawohl. Nette Funktion. Ja, dann komm mal rüber, oder? Du mit deinem Buschmesser, ich brauch dich. Danke. Und der Urwald ist Geschichte. Oh, wieder diese speienden Dinos, die mich dauernd anspucken. Mag ich gar nicht. Ich mag allgemein keine Spucke. Ja, okay, meine eigene muss ich ja praktisch mögen, weil die dauernd bei mir drin ist. Aber andere nicht, versteht sich, ne? Okay, komm, weg mit dir, Dankeschön. Joa. Und die schenken mir... Warum ist die immer noch da hinten? Will die nicht vorkommen? Ja, okay, aktuell brauche ich sie ja eh nicht, deswegen... Kannst ruhig da bleiben, wenn du willst. Hat wahrscheinlich eine nette Pflanze oder so gefunden, hat gedacht, ja, 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 die begutachte ich jetzt mal eine Stunde lang oder zwei. Was ist da hinten drin? Das muss auf jeden Fall wer anders machen, er wahrscheinlich, oder? Jupp, muss er machen. Und wo führt uns das hin? Es bringt uns zu einer weiteren Krabbelstunde, das ist sicher, aber was bringt es genau? Werden wir gleich herausfinden. Eine Videokamera. Sieht aber ziemlich lediert aus. Ganz schön groß, vor allem. Okay, was kommt jetzt? Hey, nein, nein, nein. Jetzt will ich sie auch mal haben. Gib sie näher, Konto, gib sie näher. Da ist ein großer Karabinerhaken. Die Kamera leicht doch. Er ist noch am Leben. Ich weiß, dass er noch lebt. Oh oh. Huh? Alter, was ist da los? Eierlegproduktionsstätte? Und der Spinosaurus
Level abgeschlossen. Niemand rührt sich. Kapiert. Trophäe erhalten. Ich denke, der Level war echt interessant aufgebaut. Finde ich nice. Okay, und insgesamt haben wir 295.120 Stats. Wir haben bekommen 52% über der goldenen Mitte, deswegen, ja, passt schon. Und viele Sachen freigeschaltet. Dann würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da, um mich zu unterstützen und es mich auch gleichzeitig wissen zu lassen. Und wie immer, könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um nichts von meiner Wenigkeit jemals mehr zu verpassen. Und wie immer, wir sehen uns wieder im nächsten Part. See you, Leute, euer Feuerstachel. Haut rein und ciao.